Gewaltversuche einzusetzen und immer wieder zu demonstrieren. Aktionen und Kampagnen zu planen und durchzuführen ist anstrengend, manchmal auch zermürbend. Natürlich geben unterwegs etliche Menschen entmutigt auf. Im November 2019 haben wir unseren Widerstand gegen Tierversuche in Münster als besagtes Bündnis wieder aufleben lassen. Nach dem Motto, gemeinsam sind wir stärker. Und so waren wir schon 2019 ca. 2500 Menschen, die mit einer großen Demo durch Münster zogen, um explizit gegen Covens zu demonstrieren. Seither arbeiten wir mit großem Einsatz daran, die Menschen darüber aufzuklären, was hinter den verschlossenen Türen dieses unsäglichen Affenlabors geschieht. Dabei sind natürlich auch die vielen Tierversuche an der Universität Münster und am Max-Planck-Institut in unseren Fokus gerückt. Unser Bündnispartner Ärzte gegen Tierversuche fokussiert sich zurzeit besonders auf die qualvolle Affenhirnforschung, seit der Verein Ende vergangenen Jahres Kenntnis von toten Affen mit schweren Kopfverletzungen bekam. Die Tiere hatten Bohrlöcher in den Schädelknochen und Stichverletzungen im Gehirn. Hallo, wir stehen hier heute vom Verein Ärzte gegen Tierversuche und natürlich dem Bündnis gegen Tierversuche und feiern den Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche und haben hier eine Aktion vorbereitet und hoffen damit viele Menschen anzusprechen und insbesondere auf die Firma Covens vor dem Tor Münsters hinzuweisen, die der größte Affenverbraucher Europas ist. Tierversuche gehören! Abgeschafft! Tierversuche gehören! Abgeschafft! Tierversuche gehören! Abgeschafft! Covens gehört! Abgeschafft! Covens gehört! Abgeschafft! Das Affenlabor Covens hier in Münster gehört! Abgeschafft! Das Affenlabor Covens hier in Münster, das jedes Jahr 2000 Affen tötet, gehört! Abgeschafft! Und wann? Jetzt! Und wann? Jetzt! Und wann? Jetzt! Danke. Bei Covens in Münster sterben jedes Jahr 2000 Affen. Damit ist es auf jeden Fall der größte Affenverbraucher Deutschlands und vermutlich auch Europas. Heute am Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche stehen wir in ganz vielen Städten Deutschlands, Düsseldorf, Essen, Augsburg, München und kämpfen in diesem Jahr besonders gegen die Affenhirnforschung, die immer noch an 8 Standorten in Deutschland stattfindet. Diese zu beenden, ist unser großes Ziel. Der Affenkopf wird festgeschraubt, man bohrt hinein ins Affenkopf. Das versucht da wohl jeder Kopf, über manche Lebensraum. Der Affenbruder ist fixiert, ihm wird das Impfmut injiziert. Das versucht da wohl Schiebeziegel vor, ihm kommt kein Tier lebend raus. Die Affentante, welch ein Graus, hält es vor Schmerzen nicht mehr auf. Das Versuchslabor schiebt den Riegel vor, hier kommt kein Tier lebend raus. Während den Affen in der von uns derzeit angeprangerten Hirnforschung, die zum Beispiel in Thüringen und Bremen stattfindet, schwere Verletzungen am Schädel und Gehirn zugefügt werden, erleiden die Affen bei Covens hier in Münster schwere Vergiftungen. Es kann sich sicher jeder ansatzweise vorstellen, was das für Schmerzen sein müssen, wenn man täglich Arzneimittel oder Chemikalien in den Magen gepumpt oder in die Blutbahn injiziert bekommt. Unser Fazit, die meisten Tiere erleben die Hölle auf Erden, während die ExperimentatorInnen gerne behaupten, es ginge ihnen gut. Auch die Universität Münster setzt auf ethisch verwerfliche und wissenschaftlich unsinnige Tierversuche. Tierversuche sind, wie gerade beschrieben, äußerst grausam. Zudem funktionieren sie nicht. So scheitern bis zu 95% aller Medikamente, die im Tierversuch zum erwünschten Ergebnis führten, in den klinischen Phasen am Menschen, weil sie nicht wirken oder schwere Nebenwirkungen verursachen. 95%. Das alles sind mehr als genug Gründe für die Ärzte gegen Tierversuche, gemeinsam mit dem Bündnis gegen Tierversuche Münster, um in Münster immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und die grausamen Tierversuche, die meistens im Dunkeln stattfinden und medial wenig Aufmerksamkeit, geschweige denn Kritik bekommen, ans Licht zu bringen und die Menschen aufzuklären. Wir wünschen uns, dass viele Menschen in und um Münster erfahren, dass in ihrer direkten Nachbarschaft qualvolle und schreckliche Tierversuche stattfinden. Das System kann sich nur dann ändern, wenn genügend Menschen aufstehen